Amen, Geschwister. Wir preisen unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der gekommen ist, der uns gefunden hat, errettet hat und uns die ganze Wahrheit offenbart hat, Geschwister. Ich habe diese Woche viel Zeit gehabt zu lesen, heute besonders. Ein Tag, stundenweise. Ich habe mich nur gefreut, Geschwister. Ich habe mich gefreut an das, was hier steht. Und von der anderen Seite war ich traurig, was draußen geschieht. Gestern haben wir, ich und unsere Tochter, die Rebecca besucht im Krankenhaus. Sie hat sich sehr gefreut. Sie hat uns umarmt. Und ich habe ihr gesagt, halte dich an dem Herrn fest. Wir halten uns an dem Herrn fest, Geschwister. Als wir dann rausgingen, sahen wir ein Bild des Grauens und des Elends, Geschwister. Maskierte Jugendliche, Kinder mit Masken, mit Skelette. Und ich dachte, 31. Oktober, Geschwister, das ist auch ein Tag, der Reformationstag, der langsam auch in der Vergessenheit geriet, dass damals der Martin Luther einen Kampf gegeben hat und gesagt hat, aus Gnade wird der Mensch errettet, auch nicht aus Werken. Und so ein Tag, Geschwister, dass der langsam aufgedrängt wird, dass die Wahrheit für damals 1500 jemand gekämpft hat, dass der Mensch aus dem Glauben errettet wird an den Herrn Jesus Christus. Und heute sehen wir, was geschieht, Geschwister. Und heute, in unseren Tagen, mischen die Kirchen, die sich christlich nennen, mischen Halloween und Allerheiligen miteinander, Geschwister. Das ist wahr, was ich euch sage. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und ich bin mir dankbar, Herr. Ich habe ihn heute den ganzen Tag gedankt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und diese Wahrheit des Evangeliums hat uns frei gemacht, Geschwister. Was sucht er? Den Lebendigen unter den Toten. Denn Gott, an den wir glauben, Geschwister, ist Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Wir waren tot, geistlich tot. Und er hat uns auferweckt zum lebendigen Hoffnung, Geschwister. Jesus Christus. Als er lebte, ging er in das Gebiet der Gadarener. Das lesen wir. Das lag gegenüber von Galiläa. Und da war ein Mann,
in den Gräber. Menschen laufen heute in den Gräbern, weil sie so gelehrt wurden, Geschwister. Und Jesus holt die Menschen aus den Gräbern heraus. Jesus sagt, ich bin lebendig, was sucht ihr? In den Gräbern. Denn alle, die sterben im Herrn, die leben, Geschwister. Die sind lebendig. An so einen Gott glauben wir. Und so habe ich ihn gedankt heute, habe ich ihn gesagt, Herr, ich danke dir. Wenn ich dich nicht gefunden hätte oder du mich nicht gefunden hättest, vielleicht wäre ich auch so in den Gräbern gerannt. Und was tun die da? Beten für die Toten, Geschwister. Hoffnungslos. Umsonst. Die Bibel sagt uns, solange der Mensch lebt, soll er an Jesus Christus glauben, ihm als Errettung annehmen, denn er gestorben ist am Kreuz von Golgotha. Wenn der Mensch gestorben ist, war's mit ihm. Alle, die in Jesus sterben, die in ruhen, Geschwister, und warten auf den Tag. Ich möchte lesen aus dem 1. Thessaloniker, Kapitel 4, genau um dieses Thema, Geschwister. Das Wort Gottes möchte den Menschen zeigen, um was es geht. Darum müssen wir und auch alle Menschen die Bibel lesen, damit sie die Erkenntnis bekommen, was geschieht überhaupt. Weil die Menschen werden fehlgeleitet, eine falsche Hoffnung gegeben und versuchen mit Weinen und Jammern in den Gräbern für die Tote zu beten. Und das Wort Gottes macht uns klar, für den, der gestorben ist, ist schon entschieden. Wir, die wir leben, haben die Chance, Jesus anzunehmen, ihm die Sünden zu bekennen und sagen, Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen, damit ich nicht da lande, wo ungläubige Menschen landen. Erste Thessaloniker Kapitel 4 ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Und die Bibel, das Wort Gottes, sagt uns, der lebendige Gott sagt uns, ich möchte nicht, dass der Mensch Unwissenheit hat, was dem Tod betrifft. Über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid. Menschen weinen und heulen, Geschwister, weil sie nicht wissen, was ist geschehen. Was ist mit dieser Person geschehen, die da unten liegt? Und das Wort Gottes gibt uns Klarheit. Öffnet uns die Augen, Geschwister.
damit ihr nicht traurig seid. Er spricht hier an Gläubigen, weil sie nicht wussten, was geschieht jetzt. Jesus ist noch nicht gekommen und siehe da, die Menschen sterben. Gläubige Menschen sterben, ungläubige Menschen sterben. Das ist der Lohn der Sünde. Das ist der Weg, Geschwister, die alle gehen. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir danken dem Herrn, dass er uns die Hoffnung gegeben hat. Der gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Geschwister, er hat uns diese Angst weggenommen, Geschwister. Das ist die Wahrheit. Ich bin mir so froh, Herr, dass ich, wenn ich die Augen hier schließe, dass gläubige Menschen, wenn sie ihre Augen schließen, dass sie beim Herrn sind. Das ist unsere Hoffnung und Trost, Geschwister. Es geht weiter. Es geht weiter mit dem Herrn, Geschwister. Denn wenn wir glauben, glaubst du? Das ist die Frage jetzt. Glaubst du, was hier geschrieben steht? Dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Es haben ihn so viele Menschen gesehen. Er hat sich offenbart, nachdem er gestorben und gekreuzigt wurde. Viele haben ihn gesehen, über 500 Personen, Geschwister. Er hat sich gezeigt. Den einzigen, den wir glauben müssen und vertrauen müssen, ist Jesus Christus. Keine anderen Menschen. Jedes Wort, das der Herr Jesus Christus gesprochen hat, ist Ja und Amen. Es wird erfüllt werden, weil er uns liebt, weil er sich hingegeben hat, jeden Menschen. Er liebt ihn und er sagt ihm die Wahrheit. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ja, das ist es so, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Lebst du mit Jesus jetzt? Das ist die große Frage. Jesus sagt, ich bin das Leben. Jesus sagt, wer mich verwirft, liebt den Tod. Geschwister, wir lieben Jesus, weil er das Leben ist. Alle, die mich verachten, lieben den Tod. Geschwister, wir sind Kinder des Lichts und wir sind Kinder des Lebens, Geschwister. Wir sehen heute, wie der Feind wirkt, wie die Menschen verführt. Und die Verführung ist so groß heute, Geschwister. Die Menschen werden gezogen hin und her. Falsche Versprechungen, sogar in den Kirchen drin. Falsche Versprechungen. Gott sagt, nimm das Wort in deine Hand und lies in der Bibel, damit du erleuchtet wirst und die Wahrheit erkennst. Sehr, sehr wichtig, Geschwister. Müssen wir dankbar sein, der uns aus so einer Verführung herausgebracht hat. Ausnutzung. Die Menschen werden ausgenutzt. Nicht nur seelisch, nicht nur materiell auch, finanziell. Die Menschen geben Gott Geld, Spenden für Toten, falls sie herauskommen. Die Bibel sagt, da kommt niemand mehr heraus. Das Alte Testament sagt uns, die Toten haben keinen Anteil mehr, was auf Erden geschieht.
Und Gott sagt uns in seinem Wort, geht nicht zu den Toten. Die haben keinen Anteil mehr. Und das, Geschwister, das tut der Teufel ausnutzen. Er tut diese Menschen ausnutzen. Er weiß ganz genau, er kann jede Gestalt annehmen, von jeder Person. Und darum sagt der Herr, geht nicht zu den Toten. Ich bin der Gott, der Lebendige. Solange der Mensch lebt, soll er zu Jesus Christus kommen. Denn, das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, sehr, sehr wichtig ist, wisst ihr. Viele sagen, Paulus, ich glaube nur, was Jesus gesprochen hat. Aber hier sagt es, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, Jesus Christus offenbart dem Paulus, was geschieht, Geschwister. Und so ist dieses Wort auch zu uns gekommen. Jesus offenbart das Wort über die Entschlafenen und den Toten. Wenn Gott uns nicht etwas offenbart, Geschwister, bleibt uns alles ein Geheimnis. Und genau so ist es. Die Entrückung ist ein Geheimnis, Geschwister. Keine Kirche, keine Religion spricht heute über die Entrückung. Das größte Ereignis für die Zukunft, was auf uns erwartet. Die Entrückung der Gläubigen. Das plötzlich in einem Augenblick geschehen kann. Wir wissen nicht wann, Geschwister. Aber der Herr sagt uns, seid wachsam, seid bereit, denn ihr wisst nicht die Zeit. Jede Sekunde, jede Minute kann die Entrückung geschehen, Geschwister. Es ist ein Geheimnis, das nur Gott seine Kinder offenbart, nicht die Welt draußen, Geschwister, weil sie die Wahrheit nicht lieben. Die Wahrheit wird nur offenbart an die Kinder Gottes, Geschwister, die ihn lieben. Und viele haben auch Träume gehabt über die Entrückung. Das offenbart uns der Herr, Geschwister. Viele haben die Entrückung schon gesehen, weil der Herr es ihnen gezeigt hat. Auch wie bei Noah. Noah, ich habe dich als gerecht erfunden. Geschwister, wenn der Herr kommt vor der Entrückung, soll er uns gerecht und heilig finden an diesem Moment. Noah, bau dir eine Arche. Ich habe etwas vor. Und Noah gehorchte. Geschwister, und das sollen wir tun. Gehorchen dem Wort Gottes. Jesus Christus wird kommen. Wir werden entrückt werden. Wir sollen wachsam sein, das Wort Gottes lesen, studieren ganz genau. In ein Wort des Herrn. Wir, die wir leben, bis zu der Wiederkunft, bis zu der Entrückung des Herrn übrig bleiben. Wir, die wir leben, Geschwister, es geht um uns, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Die Entschlafenen haben ihren Platz und wir, die wir leben, haben heute auch unseren Platz, Geschwister. Ist ein großer Unterschied. Und ein Vers, der mir so gefällt, das lese ich gern. Der Daniel, ein Mann Gottes, Geschwister, im Alten Testament. Daniel 12. Vers 13, der letzte Vers. Du aber geh hin. Gott gibt uns Klarheit, Geschwister, über die Menschen, die hier die Augen schließen. Er war ein Mann Gottes, muss man unterscheiden.
Ein Ungläubiger und ein Gläubiger. Einer, der den Herrn fürchtet und einer, der den Herrn nicht fürchtet, Geschwister. Ist ein großer Unterschied, ist nicht das Gleiche. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Wir sind am Ende der Tage, Geschwister. Es sind die letzten Tage. Du darfst nun ruhen. Die Toten im Herrn ruhen, Geschwister. Die ruhen. Ist das nicht schön? Ist das nicht beruhigend? Geschwister, Brüder, Schwestern, die gehen von uns weg. Die ruhen im Herrn. Was für ein Trost ist das, an so einen Gott zu glauben, Geschwister, wo keine Religion predigt sowas, Geschwister. Nicht mal die christlichen Religionen predigen so ein Wort, das eine Hoffnung gibt. Sei nicht traurig, oh Mensch. Jesus ist lebendig, er ist auferstanden. An so einen Gott glaube ich und wir alle, Geschwister. Ich will an ihn hängen, bis zum Schluss, weil ich will das Leben sehen. Das ist ein Übergang hier. Die Ewigkeit kommt noch, Geschwister. Die Ewigkeit kommt noch. Das ist ein Übergang hier. Hier ist ein Kampf. Hier wird entschieden, in welchen Ort jeder Mensch kommt. Im ewigen Reich des Himmels oder in der ewigen Verdammnis, in der Verlorenheit. Und hier muss man entscheiden. Jesus oder der Feind. Wir wollen Jesus, Geschwister. Wir haben uns entschieden für das Leben, für den Herrn Jesus Christus. Du darfst nun ruhen und nicht überall in den Universum fliegen, wie manche meinen, die Seelen fliegen überall herum. Das ist der Feind, der die Menschen anlügt, Geschwister. Du darfst nun ruhen. Das ist die Wahrheit. Und wirst eins auferstehen. Die Bibel spricht über Auferstehung. Du bist eine Persönlichkeit. Du bist für ewig gemacht. Geschwister, was für eine Hoffnung. Deine Eigenschaften, was du hier machst und tust, du nimmst sie mit. Darum möchte uns der Herr verwandeln in seinem Sohn, dass wir den Sinn Christi haben, dass wir ihn ähnlich werden. Hier, von hier aus geschieht das, Geschwister. Diese Veränderung muss hier geschehen. Den Sinn Christi haben, ihm ähnlich sein, Geschwister. In seine Demut, in seine Ruhe, in seine Sanftmut, in seine Liebe, Geschwister. Liebenden Feinden. Das ist sehr wichtig, Geschwister. Ihn müssen wir ähnlich werden. Du wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil, Geschwister. Uns erwartet ein Erbteil in dem Himmel, Geschwister. Am Ende der Tage. Ist das nicht eine Hoffnung, wo Jesus gesagt hat, ich gehe hin und ich werde wieder kommen, um euch zu mir zu nehmen. Wo gibt es so einen Gott, dass der möchte, den Menschen, der er erschaffen hat, auch in den Himmel haben, Geschwister? Wo gibt es so einen Gott? Nirgendwo. Nirgendwo. Von wegen alle Religionen gleich. Das ist eine Lüge des Feindes, Geschwister. Es gibt nur einen Gott und einen Herr und einen Heiligen Geist, Geschwister. Jesus Christus wird uns holen und zum Vater bringen, Geschwister. Diese Hoffnung haben wir, Geschwister, und wir bleiben im Herrn. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Jesus Christus wird in den Wolken kommen, für die Menschheit unsichtbar. Das ist ein Geheimnis, Geschwister. Das offenbart der Herr Jesus dem Paulus,
So wird es geschehen, Paulus. Schreibe alles auf, damit alle Gläubigen es wissen, informiert sein sollen. Und wir sind gut informiert, Geschwister, wenn wir das Wort Gottes lesen und glauben. Alles ist wahr, alles wird so geschehen, wie es geschrieben steht. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Sehr wichtig, in Christus. Und wir sind in Christus, weil wir unsere Sünden vergeben worden sind. Nicht alle. Offenbarung 20 steht, die übrigen Toten. Das sind die, die Jesus Christus nicht aufgenommen haben, die ihre Sünden nicht vergeben sind. Sie werden erst nach dem tausendjährigen Reich auferstehen für das Gericht, Geschwister. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes, Geschwister. Das habe ich nicht erdacht. Das ist das Wort Gottes. Die übrigen Toten blieben im Grab, Geschwister. Nach den tausend Jahren, Geschwister. Aber wir, die wir leben in Christus, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt, Geschwister. Alles hat seine Reihenfolge. Die Toten in Christus und wir, die wir leben, alles hat seine Reihe. Gott ist ein Gott der Ordnung, Geschwister. Jede Seele hat ihren Platz. Wir haben auch unseren Platz hier auf Erden, Geschwister. Und der Herr hat uns einen sicheren Platz gegeben. Behalte diesen Platz, der den Herr dir gegeben hat, und geh nicht fort. Es ist der sicherste Platz in der ganzen Welt, Geschwister. Das müssen wir glauben. Wir beten dem Herrn an. Der Herr ist gegenwärtig und er tröstet uns. Und er öffnet uns die Augen, für die Wahrheit zu erkennen, Geschwister. Wir bleiben bei ihm, bis er kommt. In Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn. Wir haben eine Verabredung, Geschwister. Und diese Verabredung müssen wir behalten. Du, ich, werden wir ihn sehen, Geschwister. Der Herr sagt, haltet eure Leuchter an, oder Lampen sollen brennend sein und auf dem Herrn wartend. Glückselig der Mensch, wo der Herr ihn gesetzt hat, das zu tun, was im Wort Gottes steht. Und der Herr Jesus möchte uns so finden, Geschwister, das zu tun, was hier steht, Geschwister. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Für immer und ewig mit dem Herrn zusammen, Geschwister. Ich war heute so froh, Jesus Christus, dein Wort zu lesen, macht Freude, macht Hoffnung. Geschwister, wir gehören den Lebendigen und nicht den Toten, Geschwister. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Die Bibel und das Wort Gottes, Geschwister, ist Wort des Lebens und des Trostes. Das Wort Gottes kann uns trösten, Geschwister. Nur das gibt uns Leben, Geschwister. Behalten wir dem Herrn Jesus bis zum Schluss. Die Zeit ist nah. Der Herr kommt bald. Die Zeichen sind da. Menschen reden vom Klimawandel, Geschwister. Es geschehen Dinge, die früher nicht da waren. Die Finsternis wird immer mehr finster. Die Verführung wird immer verführerischer, Geschwister. Wer am Wort Gottes hält, bleibt in Wahrheit. Und Johannes sagt uns, hütet euch von den Götzen. Geschwister, wir hüten uns, wir bleiben an dem wahrhaftigen, lebendigen Herrn. Bis zum Schluss, er kommt bald. Amen.